Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Seit heute ist Titan Brigaron am Start. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch einmal, wie ihr den am einfachsten besiegt. Der ist wirklich nicht schwierig. Ihr braucht eigentlich nur ein Pokémon mit Ableitieb und Schwertanz und oder Kreideschrei. Und was ihr dann im Prinzip macht, ist einmal am Anfang seine Death wieder senken, weil er am Anfang einmal Eisenabwehr macht. Und die würde ich sofort wieder wegmachen, weil ganz am Ende oder nach zwei Drittel macht er nochmal zweimal seine Death hoch. Deswegen am Anfang auf jeden Fall die Death einmal senken, damit er am Ende nicht unendlich viel Verteidigung hat. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und ihr müsst jetzt nicht unbedingt Koraidon nehmen, ihr könnt natürlich auch Epitaph nehmen oder sowas wie Eisenhand. Jedes Kampf-Pokémon mit Ableitieb müsste eigentlich funktionieren. Eigentlich müsste auch Eisenkrieger funktionieren, weil er kann nur Hammerarm und Holzhammer. Mehr habe ich von ihm noch nicht gesehen. Und Erdbeben, stimmt. Aber auch das müsste ein Eisenkrieger verteidigen können. Ich mache jetzt hier zweimal Kreideschrei, dann gehe ich auf dreimal Ableitieb, gehe auf Terra. Dann sollte sein Schild da sein. Und dann setzt er den Status zurück und dann gehe ich auf Schwertanz zweimal. Hätte gleich sehen. So, ich mache jetzt dreimal Ableitieb, bis ich Terran kann. Der ist wirklich nicht schwer. Der macht nämlich gar keinen Schaden. Der macht wirklich gar keinen Schaden. Das Einzige, was halt doof ist, ist, dass er so viel Death hat. Deswegen habe ich zweimal Kreideschrei gemacht. Natürlich habe ich wieder Metronom auf Koraidon drauf. Das solltet ihr auf jeden Fall auch auf Eisenhand und auf Epitaph drauf machen. Weil das erhöht den Angriff um 100% nach 5 Angriffen. Nach 5-mal Ableitieb 100% stärker und das lohnt sich richtig. Das sieht man auch später, wie viel Schaden ich mache. Ich meine, man sieht es jetzt schon, nach dem dritten Angriff, wie viel Schaden da schon bei rumgekommen ist. Jetzt sollte er sein Schild machen. Auch nicht. Sobald er sein Schild macht und den Status zurücksetzt, würde ich auf jeden Fall einmal Schwertanz drücken. Sobald er seinen Status zurückgesetzt hat. Vorher brauche ich das nicht. Jetzt. Einmal Schwertanz. Man kann auch zweimal Schwertanz machen, dann geht es ein bisschen flotter. Wir machen zweimal Schwertanz, glaube ich. Warum nicht? Was soll der Geiz? Nochmal Schwertanz drauf. Ja, und nach Brigaron gibt es nur noch zwei Titan-Raids, die offen sind. Phenexis und Gordrom. Und danach könnte endlich ein legendäres Pokémon in Raids kommen. Da bin ich ultra gespannt, was sie da als erstes bringen werden. Mich würde interessieren, was ihr da am liebsten hättet. Also ich hätte sowas wie Groudon und Kyogre wären cool. Ich kann mir aber vorstellen, dass am Anfang sowas wie Mew oder Mewtwo kommt, irgendwie Gen 1 Zeug. Und dann müssen die ja eigentlich eine Shiny-Chance haben, weil hier bei den Titan-Raids haben wir ja die Möglichkeit, Eier zu brüten. Das können wir ja mit den legendären Raids nicht machen. Das wird spannend. Ihr seht, wie viel Schaden ich reinhaue, ne? Also am Anfang ein- oder zweimal Kreideschrei und danach, sobald der Status zurückgesetzt wird, so wie jetzt, ein- oder zweimal Schwertanz. Das spart euch extrem viel Zeit. Ich werde das auch jetzt nochmal machen. Weil, wie ihr seht, der Status von mir ist jetzt wieder zurückgesetzt. Da macht er einmal jetzt Protzer und er macht einmal Fluch. Und das erhöht zweimal die Verteidigung. Da müsst ihr auf jeden Fall einmal Schwertanz machen, damit eure Angriff wieder hochgeht. Ja, und wegen seinem Schaden müsst ihr euch eigentlich gar keine Sorgen machen. Da macht wirklich wenig Schaden. Das Einzige, was irgendwie gefährlich werden könnte, ist, wenn er einen Volltreffer mit Holzhammer landet. Aber das macht er so selten. Also ist bisher einmal bei mir vorgekommen. So, jetzt zweimal Schwertanz drin. Jetzt wieder weiter in Ableitieb. Und dann ist der Raid auch gleich vorbei.
Wahrscheinlich geht der sogar noch schneller, wenn man einen Spezialangreifer nimmt. Weil er dann die physische Death ignoriert, aber hat dann leider kein Ableitieb. Das ist dann ein bisschen doof. Da müsste wieder auf Buschelglocke gehen. Das ist alles ein bisschen kniffliger, finde ich. Deswegen Ableitieb seinen Status zurücksetzen bzw. Angriff erhöhen. Und ihr seht, der Schaden ist stark. Stark genug. Jetzt kommt da nochmal Fluch, genau. Erhöht dann nochmal seine Death. Aber der nächste Ableitieb regelt das Ganze. Sollte. Ah, oh, einer. So, und das war Brigaron. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich natürlich selber ein Like freuen. Und ein Follow auf den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ab morgen geht das Let's Play zu Zelda Tears of the Kingdom los. Wenn ihr das sehen wollt und auch Tipps und Tricks zu Tears of the Kingdom und Endgame Stuff und ihr wisst noch, wie das läuft, dann lasst auf jeden Fall ein Follow da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.